Die DHV-News vom 7. April 2023. Lauterbach, neuer Vorschlag unmittelbar nach Ostern. Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Berlin. Mit freundlicher Unterstützung von Hawaii Medical und Drehhandel. Herzlich willkommen bei den DHV News. Heute mal mit Laptop vor der Nase. Als Vorbemerkung vor den anderen Themen: Ihr merkt, es knirscht bei der Legalisierung. Es ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Das ganze Projekt, jedenfalls was die vollständige Legalisierung mit Fachgeschäften angeht, steht auf der Kippe. Es ist noch nicht genug Druck da, sozusagen, dass die Regierung voll motiviert im Prinzip die Revolution in der Europäischen Union anstiftet. Also muss weiter Druck gemacht werden, weiter demonstriert werden. Und der 1. Mai steht an. Anfang Mai sind ja immer die Global Marijuana Marches. Und da stehen jetzt Termine. Und die ersten Städte können wir nennen. Die sind noch nicht alle auf der Sonderseite eingetragen. Deswegen sage ich es jetzt am Anfang schon mal, ja, einmal, dass jetzt losgeht, dass die Termine eingetragen werden. Im Laufe der nächsten Woche kommen noch Städte dazu. Aber ich sage schon mal, wo überhaupt was stattfindet. Da können wir in Ruhe noch nächste Woche da mal gucken, wo die dann genau sind, die Treffpunkte und so weiter in eurer Stadt jeweils. Auf handverband.de findet ihr die Termine alle schon. Auf gmm-deutschland.de werden sie noch eingetragen. Zum Teil sind sie da, zum Teil kommen sie noch. Also, es gibt am 6. Mai Global Marijuana March Demonstrationen in Berlin, Erfurt, Halle, Ulm, Heidelberg, Regensburg, Darmstadt, Stuttgart und Konstanz. Dann noch zwei, die am 13.05. hinterherkommen, Freiburg und Oldenburg. Und dann kommen noch welche in Bamberg, Dresden, Nürnberg, Frankfurt, Hanau, Braunschweig, Hamburg und München. Da erzähle ich die Daten aber beim nächsten Mal nochmal genauer. Die kommen noch auf der Seite hinterher, ja, die sind noch nicht da. Also diese ganzen Städte werden Demonstrationen sehen, sehr wahrscheinlich, wie es aussieht, ja, wenn da nichts ausfällt und so weiter. Da könnt ihr euch hin orientieren, euch mal angucken, wo die dann sind, die Demos. Hat noch ein bisschen Zeit bis Anfang Mai, aber habt das schon mal gehört. Ja, wenn bei euch irgendwas geklingelt hat, dass ihr in der Stadt seid oder in der Nähe lebt und so weiter, dann ist da die Demo, wo ihr hingehen müsst. So, jetzt aber weiter mit Lauterbach-Spekulationen. Ja, wir machen da munter weiter, gibt immer noch keine belastbaren Informationen und die ganze Welt spekuliert. Wieder mal könnte ich fast sagen, ja gut, warten wir halt einfach, bis es soweit ist, bis der seine Eckpunkte vorlegt oder seinen Gesetzentwurf oder was. Ja, da machen wir nicht rumspekulieren. Aber die ganze Welt spekuliert, ja, also wirklich die ganze Welt, nicht nur Deutschland, aber natürlich die deutschen Medien jetzt wieder voll davon, von dem Thema, nachdem Lauterbach letzte Woche ja seine Deadline gerissen hat, das Gesetz vorzulegen. Und gleichzeitig aber eben auch, klar war, bis Ostern passiert nichts, ne? Vor Ostern passiert nichts mehr. Und er hat aber dann tatsächlich noch ein paar Sachen erzählt. Ja, er war nämlich am Mittwoch in einer Pressekonferenz zu einem ganz anderen Thema, wo alle schon dachten, so, vielleicht wirft er ja da plötzlich irgendwie uns den Gesetzentwurf vor die Füße, mal so nebenbei, ja, wenn er schon mal in einer Pressekonferenz ist. Hat er natürlich nicht gemacht, ja, aber andererseits kommen natürlich auch immer Fragen trotzdem zu Cannabis bei jeder Pressekonferenz, die Lauterbach macht, egal worum es geht. Und er hat auch wieder ein paar Sachen beantwortet. Übrigens, Carmen Wegge und Dirk Heidenblut haben sich auch noch mal geäußert in einem Insta-Live am Montag, haben da auch noch mal einiges erzählt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Da werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, auf diesen Talk, sondern mich gleich an den Herrn und Meister des Verfahrens wenden. Und der dann eben auch diese Fragen beantwortet hat, die ja noch im Raum stehen. Ja, also die Fragen, die im Raum stehen, sind erstmal, wann kommen jetzt genau die Vorschläge? Ja, also irgendwann nach Ostern hieß es ja bis jetzt. Dann, was genau legt er denn überhaupt vor? Macht er neue Eckpunkte 2.0, ja, Vorschläge irgendwie, Prosa? Oder kommen wirklich Paragraphen, sehen wir einen Gesetzentwurf? Und die dritte Frage, was steht denn da drin? Ja, was hat er denn jetzt genau vor? Was hat er verändert? Eckpunkte hat er verändert, hat er ja schon gesagt. Also die grundsätzliche Ausrichtung, ja, da ist ja an der einen oder anderen Stelle hat sich was getan. Und worum geht es jetzt da? Ja, das sind die drei Fragen. Und hat sich zu allen drei Fragen geäußert mit abnehmender Klarheit. Ja? Wobei sowieso Klarheit bei Lauterbachs Aussagen ja so eine Sache ist. Ist in, also eine eigene Sprache irgendwie an sich, ne? Lauterbachisch. Also, fangen wir mal an mit dem Zeitpunkt. Ja? Die erste Aussage. Ich gehe fest davon aus, dass wir unmittelbar nach Ostern dann den, also Vorschlag, den neuen Vorschlag vorstellen werden. So, also übersetzt mal lauterbachisch. Ja? Weil normalerweise würde man ja sagen, unmittelbar steht bevor, ja, unmittelbar nach Ostern ist die Woche nach Ostern. Also nächste Woche gleich schauen, ja, geht also sofort dann weiter. Theoretisch, ja, für Normaldeutsch würde man sagen,
Nächste Woche legt er uns irgendwas vor. Ob er wirklich auch auf Lauterbachisch mit unmittelbar nächste Woche meint, ist natürlich so eine Sache und so eine Frage. Was Fertiges zum Vorstellen hat er aber, ja, egal ob das jetzt ein Gesetzentwurf ist oder nicht. Es liegt nicht daran, dass noch irgendwie diskutiert werden muss, offenbar. Dazu der nächste Ausschnitt. Da hat sich aus terminlichen Gründen die Vorstellung etwas verschoben. Ja, also wenn es so schwierig ist, mit allen Beteiligten einen Termin zu finden, ja, und er sagt, unmittelbar nach Ostern kommt aber was, dann nimmt man ja an, er hat mit allen Beteiligten dann eben Termine gefunden. Einen Termin, konkreten Termin, nächste Woche. Aber diesen Eindruck, dass Lauterbach vielleicht irgendwie einen Plan haben könnte und das Ganze im Griff haben könnte, da hat er gleich dann mal wieder den Wind aus den Segeln genommen mit dem nächsten Zitat. Dann nutze ich die Gelegenheit zu sagen, dass auch nach Ostern natürlich die Bundespressekonferenz Sie herzlich willkommen heißt, wenn Sie das hier vorstellen mögen. Ja, gerne. Ja, also das macht so gar nicht den Eindruck, als hätte Lauterbach irgendwie den Termin schon klar. Ja, jedenfalls weiß er noch nicht, wo er die Vorstellung machen soll. Und auch die Frage, was jetzt unmittelbar nach Ostern heißen soll, da kommt noch ein anderer Punkt dazu, nämlich der, dass er offenbar den Abgeordneten des Bundestages versprochen hat, dass er sie zuerst informieren wird, bevor er mit so einem Konzept als nächstes wieder an die Öffentlichkeit geht. Und die sind erst zur nächsten Sitzungswoche ab dem 17.04. wieder in Berlin überhaupt, ja, dass er eine Vorstellung zumindest persönlich machen könnte, ab dem 17.04., also übernächste Woche. Ja, und dann würde also wieder nächste Woche schon wieder nichts passieren. Und das war die klarste Aussage zum Zeitpunkt, ja, wo er sagt, unmittelbar nach Ostern findet man ja noch einigermaßen klar. Aber dann die Frage, was denn tatsächlich vorgelegt werden soll, Eckpunkte 2.0, Gesetzentwurf oder was, da wird viel drüber gemunkelt. Eben auch die Frage dieser Zweiteilung, ja, machen wir erst jetzt die Entkriminalisierung mit Eigenanbau, Anbauclubs und so weiter und die vollständige Regulierung dann später. Jedenfalls die Frage, ob er jetzt wirklich einen Gesetzentwurf vorlegt oder nicht, hat er selber viel befeuert in den letzten Wochen, ne, weil immer, wenn er dazu befragt worden ist, hat er in den ganzen letzten Wochen nie von Gesetzentwurf gesprochen, sondern immer nur irgendwas anderes gesagt, so wie Vorschläge und so weiter. Ja, dazu auch am Mittwoch erstmal, ja, die ganze Zeit in diesem Stil hat er das gemacht. Bitteschön. Ich gehe fest davon aus, dass wir unmittelbar nach Ostern dann den neuen Vorschlag vorstellen werden. Denn es ist wirklich aus terminlichen Gründen, der Vorschlag ist schon länger fertig, es ist aus terminlichen Gründen ist es nicht vorgestellt worden. Aber ich kann eine solche Kritik nicht beantworten, ohne dass ich in die Details unseres Vorschlags gehe. Ja, aber dann kam doch noch das große Zauberwort. Ja, wie gesagt, ich habe hier einen Informationsvorsprung, der zwei Ebenen hat. Die erste Ebene ist, ich kenne tatsächlich den Gesetzentwurf. Ja, also er kennt den Gesetzentwurf. Das ist doch eine sehr eindeutige Aussage jetzt zum ersten Mal so klar in den letzten Wochen gefallen. Wir werden wohl endlich Paragraphenzeichen zu sehen bekommen. Aber ich persönlich nehme an, dass das erstmal nur für den ersten Schritt gelten wird. Ja, diese Entkriminalisierung, die jetzt zuerst vorgelegt werden soll, die schnelle Geschichte, die einfach umsetzbar ist, ob mit oder ohne Cannabis Social Clubs, weiß auch noch kein Mensch so ganz genau, ja. Aber da werden wir ein paar Paragraphen sehen. Aber für den zweiten Schritt, für die vollständige Legalisierung, gehe ich ziemlich sicher nicht davon aus, dass er da jetzt irgendwie ein fertiges Gesetz vorlegen wird. Da sind die einfach noch nicht so weit. Ja. Da sind die noch in Abstimmung mit den Ministerien und so weiter. Von daher nehme ich an, eben eine Mischung. Ja, da zu diesem zweiten Schritt so eine Art Strategiepapier dann nochmal kommt, ja, wo er überhaupt erklärt mit den zwei Schritten. Das hat er bis jetzt auch öffentlich noch gar nicht so richtig gemacht. Und dann eben für den Teil, der schnell machbar ist, zur Entkriminalisierung und so weiter, dass wir da dann auch sehen, wie er sich das rechtlich, juristisch vorstellt, das umzusetzen. Die Frage der konkreten Inhalte. Da gibt es auch zumindest eine konkrete Aussage, die jedenfalls auf Deutsch recht klar wäre. Also die Legalisierung ist deutschlandweit also vorgesehen. Ich habe das schon anders gehört, auch gelesen. Aber ich kann Ihnen versichern, also wir werden mit der Legalisierung also in Deutschland also werden wir also einsteigen, dann wird es unterschiedliche Regeln geben. Also auf Lauterbachisch kann man schon damit rechnen, dass Lauterbach die Begriffe Entkriminalisierung und Legalisierung nicht sauber voneinander trennt. Das war Punkt 1. Ja, kann durchaus sein, wenn er sagt, die Legalisierung kommt bundesweit, dass er nicht meint Shops, wo man Cannabis kaufen kann, kommen bundesweit, sondern zum Beispiel die Cannabis Social Clubs kommen bundesweit, was streng genommen jetzt nicht unbedingt zur Legalisierung gehört, sondern eher zur Entkriminalisierung. Damit fängt es schon mal an, ja, damit man nicht so genau weiß, was er meint mit bundesweit. Außerdem ist ja auch viel die Rede noch von den Gesetzentwürfen, von den Modellprojekten. Ja, kommt jetzt auch immer wieder aus dem Hut, ja, dazu sagen, dann machen wir doch Modellprojekte, wenn die komplette Legalisierung mit der EU nicht geht. Ja, dann können wir zumindest schon mal ein paar Leuten irgendwie Cannabis verkaufen im Shop.
Aber die werden sehr unwahrscheinlich jetzt in ganz Deutschland und überall stattfinden und für jeden, sondern die sind in der Regel regional, zumal dann ohne die Mitspielungsmöglichkeiten der Länder. Also wenn die CDU nicht will in Bayern, ja, dann würde es da in Bayern wahrscheinlich auch kein Modellprojekt geben. Insofern ist das mit der Bundesweit-Sache auch schon wieder ein bisschen lauterbachisch. Ja, und wenn die Cannabis Social Clubs kommen, die sind auf jeden Fall bundesweit. Entkriminalisierung ist auch bundesweit, ja. Aber er hat eben gesagt, Legalisierung bundesweit. Andererseits hat er gesagt, einsteigen, wir werden den Einstieg haben in die Legalisierung. Also nicht, wir werden überall legalisieren, wir werden einfach die Legalisierung umsetzen, sondern er sagt, wir werden einsteigen. Das wiederum klingt so ein bisschen nach Modellprojekt. Ihr seht, keiner versteht so richtig lauterbachisch, ja, man kann das nur versuchen irgendwie. Und dabei lasse ich es jetzt auch erstmal, ja, genug rumspekuliert, wieder in lauterbachisch rumgestochert. Aber das ist schon spektakulär, wie unklar man sich so ausdrücken kann. Und ich möchte nochmal betonen, das hier sind jetzt in dem Fall keine Nachrichten. Ja, das ist einfach ganz Deutschland spekuliert rum, was jetzt passiert, und ich spekuliere mit. Ich liege da sicher an dem einen oder anderen Punkt auch falsch. Ja, ich habe überhaupt keinen Anspruch darauf, dass das jetzt alles so kommt, wie ich mir das jetzt zusammenreime mit dem Lauterbachisch. Und ich möchte euch ausdrücklich einladen, ja, hier in die Kommentare reinzuschreiben, wie ihr selber das verstanden habt, wie ihr selber das seht, womit ihr rechnet und so weiter. Ja, lasst ein bisschen rumspekulieren, bis wir wirklich dann wissen, was er dann konkret vorlegt, der gute Lauterbach. Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 174.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Einfach online anmelden unter handverband.de. Schluss mit Krimi, Cannabis normal. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Da gibt es keine klare Vereinbarung zur Abstimmung über die Legalisierung im Bundesrat im Koalitionsvertrag der CDU und SPD in Berlin. Die haben den jetzt vorgelegt, die sind fertig mit Verhandeln hier. Und das war natürlich jetzt die große Frage, ja, ist daran alleine schon die Legalisierung jetzt gescheitert, dass eben jetzt doch auf einmal die CDU wieder mitregieren soll in Berlin. Und ich habe ja schon erwähnt, ja, wenn das zustande kommt, noch ist nicht ganz in trockenen Tüchern, weil die SPD-Basis noch da zustimmen muss und ein CDU-Parteitag, aber das gilt als sicher. SPD-Basis könnte noch ablehnen, aber wenn das jetzt zustande kommt, dann werden wir die Mehrheit im Bundesrat nicht mehr erreichen für die Legalisierung. Jedenfalls nicht, wenn alle CDU-Länder, wo die CDU beteiligt ist, sich enthalten. Was sehr wahrscheinlich ist, bis jetzt haben wir noch keine anderen Ansagen gehört von der CDU, von irgendeinem Landesverband oder so. Das wird wohl dann der Fall sein, dass dann die Legalisierung allein schon deswegen unmöglich ist, weil Berlin jetzt irgendwie schwarz-grün, schwarz-rot macht. Ja, also wirklich, das ist der Killerpunkt. Wenn das passiert, dann wird die Mehrheit nicht mehr erreicht werden, wenn wir Hessen als Showdown umdrehen können, ja, wie wir das irgendwie uns ausgerechnet haben. Wenn in Hessen die CDU rausfliegt, hätte das gereicht, die Blockademehrheit im Bundesrat der CDU zu brechen. Wenn Berlin jetzt zusätzlich zur CDU Stimme dazu gezählt wird, dann wird es da nicht mehr reichen. Dann sind wir raus aus der Nummer und können die Legalisierung sehr wahrscheinlich vergessen. Es gibt noch ein paar andere Optionen. Ja, also wenn es so kommt, wie ich gerade geschildert habe, ja, es gibt also keine Mehrheit ohne die CDU. Theoretisch wäre es dann auch noch möglich, zum Beispiel, dass man die CDU mit Verhandlungen überzeugt. Ja, das erzählen die Politiker immer. Ja, dann geht es in den Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag. Ja, dann wird man sich irgendwie einig. Oft klappt das ja auch tatsächlich mit diesem Vermittlungsausschuss. Aber in dem Fall, ja, wo die CDU wirklich ganz easy irgendwie die Ampel vor die Wand rennen lassen kann bei einem Thema, wo die CDU sich komplett einig ist, dass sie das nicht will mit der Legalisierung, warum sollten sie? Ja, aber theoretisch muss man natürlich sagen, ja, das könnte natürlich passieren. Es könnte auch sein, dass auf Landesebene ein Koalitionspartner die CDU überzeugt, dazu zu stimmen. Meinetwegen bei Schwarz-Grünen NRW zum Beispiel oder Schleswig-Holstein. Dass die Grünen da sagen, irgendwie, ja komm, ihr kriegt dafür von uns, was weiß ich, keine Ahnung, wir vernichten alle Straßenbahnen, ja, und dafür stimmt ihr der Legalisierung im Bundesrat zu. Auch theoretisch eine Möglichkeit, ja, auch nicht wahrscheinlich. Und es könnte natürlich auch noch sein, dass ein CDU-Landesverband zur Besinnung kommt und sagt, okay, wir sind jetzt doch für die Legalisierung. Früher oder später wird das vermutlich passieren. Ich rechne aber nicht in dieser Legislaturperiode noch damit. Insofern auch eher eine theoretische Option. Ich wollte es mal sagen, ja, 100% tot ist es noch nicht, aber sehr wahrscheinlich.
Könnte zum Beispiel auch sein, dass die Bayernwahl, dass in Bayern die CSU rausfliegt aus der Landesregierung, genauso unwahrscheinlich. So, damit sind wir an einem Punkt, ja, wo die Wahrscheinlichkeit für die Legalisierung auch für mich jetzt unter 50% fällt, ja, bis auf diese paar kleinen Möglichkeiten, die es da noch gibt. Und die Möglichkeit, dass die SPD-Basis die Legalisierung ablehnt noch oder diesen Koalitionsvertrag ablehnt. Also liebe SPD-Basis, ja, liebe Mitglieder, die dann irgendwie abstimmen über diesen Koalitionsvertrag schwarz-rot, ihr könnt die Legalisierung von Cannabis retten, wenn ihr diesen Koalitionsvertrag ablehnt. Ja, dann gibt es vielleicht doch nochmal Rot-Rot-Grün. Ja, habt ihr nicht Bock, liebe SPD-Basis, doch lieber Rot-Rot-Grün. Dann könnten wir mit dem Plan weitermachen und den Showdown Hessen spielen. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Wenn ich jetzt aber schon mal dabei bin, im Koalitionsvertrag, Schwarz-Rot, Berlin, der jetzt gerade vorgestellt worden ist, der ist gar nicht so schlecht. Ja, wenn man da sonst noch so reinguckt, da steht auch drin, wenn jetzt die Legalisierung kommt von Cannabis, dass man die mit dem Blickpunkt auf Kinder- und Jugendschutz umsetzen will, ja, was eigentlich eine Nullnummer ist, klar, wollen sie Legalisierung umsetzen, ja, logisch müssen sie, ja, bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Aber davon abgesehen, zum Beispiel steht da, dass Drogenkonsumräume ausgebaut werden sollen, hat jetzt nicht unbedingt was mit Cannabis zu tun, aber ist fortschrittliche Drogenpolitik, die jetzt nicht unbedingt nach CDU riecht. Beratungs- und Konsummobile sollen auch gefördert werden, zur Verfügung gestellt werden. Drug-Checking soll tatsächlich weiter eingeführt werden. Ist ja gerade schon der Fall, dass Drug-Checking in Startlöchern steht in Berlin, aber es soll eben sogar ausgeweitet werden perspektivisch. Das Einzige, was nach CDU riecht, weil die das im Programm drin stehen hatten, ist ein Lagebild. Es soll ein Lagebild zum Drogenhandel und öffentlichem Konsum in Berlin gemacht werden, wo dann auch die Polizei verpflichtet beteiligt werden soll und so weiter. Das haben die CDU in Berlin sogar zweimal im Wahlprogramm drinstehen gehabt, unter Drogenpolitik, da man so ein Lagebild braucht jetzt unbedingt, ne, um da irgendwie darauf reagieren zu können, ohne zu sagen, wie man dann darauf reagieren will. Das haben sie reinverhandelt, ja, dass es jetzt ein Lagebild gibt. Aber da ist nichts von irgendwie zusätzlicher Repression zu sehen oder so. Und an ein paar Stellen ist tatsächlich sogar fortschrittlich. Und das ist schon bemerkenswert, sag ich mal, weil beim letzten Mal bei einer rot-schwarzen Koalition in Berlin sah das ganz anders aus. Da hatten wir hier einen CDU-Innensenator Henkel, der ist total durchgedreht. Ja, die haben da rein verhandelt, dass es eine Null-Toleranz-Zone gibt oder mehrere in Berlin, zum Beispiel im Görlitzer Park, wo einfach die geringe Menge-Regelung ausgehebelt wird, wo jedes einzelne Gramm irgendwie bestraft werden soll. Meiner Meinung nach ist auch verfassungswidrig. Die haben tausende Personalstunden, Polizeipersonalstunden verbrannt im Görli. Zehntausende, ja, nur um da irgendwie diese Null-Toleranz-Zone durchzusetzen. Woanders hat man keine Polizisten mehr gesehen, so ungefähr, wenn die da den Einsatz hatten. Also wirklich kranker Scheiß. Und die SPD hat dann als Feigenblättchen so eine Anti-Cannabis-Präventionskampagne durchgebracht für 500.000, die totaler Quatsch war, ja, wirklich die schlechteste Kampagne aller Zeiten. Also das war noch irgendwie rot-schwarz in früheren Zeiten. Und jetzt hat man doch einen erstaunlichen, positiven Drive drin in diesem ganzen Vertrag. Ja, also sicher, das wird nicht rot-rot-grün werden, ja, die ziemlich liberal unterwegs waren. Aber es hätte auch schlimmer kommen können. Und ich habe ja mal gesagt, der Spitzenkandidat der CDU, Kai Wegner, ist ein harter Hund. Ja, und diesen Eindruck habe ich vor allen Dingen gewonnen, als er mit Daniela Ludwig, der ehemaligen CSU-Drogenbeauftragten im Görli, war und da nach mehr Polizei verlangt hat und so weiter. Ne, wo man dachte, okay, klassisch Repressionsfan. Es gibt aber jetzt ein Interview mit Kai Wegner, wo die Sache was anders aussieht. Thilo Jung mal wieder, ja, hat ihn intensiv und ausgiebig auch zur Drogenpolitik befragt. Kai Wegner ist trotzdem ja gegen die Legalisierung, benutzt auch die üblichen CDU-Argumente, ja, warum er jetzt nicht legalisieren soll. Aber dann kommt auch sowas hier. So, und dann ist halt die Frage, ob Polizei dafür da ist, das schwerpunktmäßig zu kontrollieren, wie viel du persönlich in deiner Tasche hast, oder ob man sagt, die Schwerpunkte der Berliner Polizei liegen woanders. Für mich würden die Schwerpunkte woanders liegen. Ja, keine hohe Priorität für die Verfolgung von Cannabiskonsumenten. Das ist also wirklich jetzt so ein Sprech, wo man ganz, ganz langsam eben merkt, da gesellschaftlicher Wandel kommt auch ein bisschen bei der CDU an. Nicht mehr ganz so dieses Hardcore-Repressionsgelaber wie früher. Und auch auf die Frage nach dem eigenen Konsum hätte wahrscheinlich früher auch nicht oder auch heute noch nicht jeder Landeschef so entspannt geantwortet. Hast du schon mal Drogen genommen? Wenn ich jetzt Nein sagen würde, würde ich lügen. Welche denn? Ich habe Gras geraucht. Und? Hat mir ehrlich gesagt nichts gegeben. Ich habe das ganz selten, ich kann es an einer Hand abzählen, so oft ich das gemacht habe. In Jahren oder?
Oder in meinem Leben. Ach so. In meinem Leben. Und ja, das war auch eine Phase in der Jugend. Und, in der Jungen Union? Mir hat das keinen Spaß. Ja, es war auf jeden Fall schon in der Zeit in der Jungen Union auch. Aber das war jetzt nicht, was mir große Freude gemacht hat, ganz im Gegenteil. Und ich hatte da auch keine Lust drauf. Ja, das mal als kleiner Teaser. Der Mann ist vermutlich ja wahrscheinlich bald regierender Bürgermeister von Berlin. Wenn die SPD-Basis nicht den Aufstand jetzt noch probt, Repressionsfälle wie beim letzten Mal werden wir davon nicht zu befürchten haben. Aber auch jetzt keine großartigen Fortschritte. Und ja, dass die Berliner CDU die Zustimmung im Bundesrat durchgehen lässt, ist trotzdem ja auch nicht zu erwarten, auch wenn Kai Wegner nicht Henkel ist. So, nächstes Thema. Wir haben noch einen Wissenschaftlerappell jetzt. Wir weisen ja als Handverband schon von Anfang an darauf hin, dass wichtig ist, die Evaluation frühzeitig zu starten. Ja, im Koalitionsvertrag steht drin, die Auswirkungen der Legalisierung sollen evaluiert werden, also untersucht werden. Ja, wie wirkt das Ganze? Und wir haben schon letztes Jahr auf unserer Cannabis-Normalkonferenz uns damit intensiv befasst, hatten eine eigene Session dazu. Da packe ich mal das Video zu dieser Session nochmal hier in die Videobeschreibung, könnt ihr auch nochmal gucken. Und diese Auswirkungen kann man ja nur anständig messen, ja, und nachvollziehen, wenn man Daten von vor der Legalisierung hat. Man muss also vorher damit anfangen, diese Daten zu erheben und natürlich auch klären, was will man denn überhaupt untersuchen jetzt genau, was sich da jetzt ausgewirkt hat und so. Und das Problem sehen wir auch in Kanada. Da gucken wir als Handverband ja auch immer genau auf die Statistiken, die neuesten Auswertungen und so, die aus Kanada kommen. Zu verändertem Konsumverhalten zum Beispiel, die Wahrnehmung der Gefährlichkeit von Cannabis bei Jugendlichen, ob es da irgendwas getan hat oder wie ist die Einstellung der Leute zum Autofahren nach dem Konsum von Cannabis. Und da haben wir in Kanada an vielen Stellen das Problem, dass die Datenbasis 2018 ist. Da fangen im Prinzip diese Erhebungen an, ja, das ist das Basisjahr. Aber die Shops für Cannabis wurden in Kanada schon im Oktober 2018 eröffnet. Also ist das gar nicht so richtig die Datenlage vor der Legalisierung, sondern mittendrin, die man da von 2018 hat. Der richtige Vergleich wäre also 2017 eigentlich und da liegen die Daten noch nicht vor. Und damit uns das in Deutschland nicht passiert, haben wir eben gesagt, ja, wir müssen sofort anfangen damit. Wir müssen die Forschungsaufträge vergeben, wir müssen klären, was wollen wir überhaupt erforschen, ja, und dann los. Das ist auch nicht nur wichtig, weil die Ampel das im Vertrag drin stehen hat oder weil uns das als Handverband interessiert, sondern so wie wir nach Kanada schauen, ja, bei unseren Legalisierungsüberlegungen, schaut die ganze Welt auf Deutschland, was hier passiert. Erstens, ob wir es geregelt kriegen zu legalisieren, ja, aber auch, wenn wir es schaffen, was dann passiert. Ja, es sind so viele Länder, die überlegen, ob sie nicht auch irgendwie liberaler umgehen wollen oder sogar den Markt regulieren wollen, aber haben alle Angst, ja, vor den üblichen Riesenproblemen, die Legalisierung angeblich mit sich bringt. Und da könnte Deutschland als neben eben Kanada insbesondere als zweiter Ideengeber da sein, ja, oder eben auch Wissensbringer. Und insofern wäre das also auch sehr wichtig, ne, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, Deutschland ist da voll die Forschungsbananenrepublik, ja, Forschungswüste Deutschland, ne, wo überhaupt keine Erhebungen gemacht werden. Das wollen wir ja nicht. Und da gibt es jetzt eben ein sogenanntes White Paper von einschlägigen Wissenschaftlern, eine ganze Reihe von denen, ein paar Bekannte dabei, eben sowas wie Bernd Werse, aber auch Eva Hoch zum Beispiel, eine, die für die Bundesregierung zuletzt Cannabisforschung betrieben hat. Also relativ bunte Mischung an Leuten, die auch darauf hinweisen, ja, wir müssen jetzt schnell forschen und so. Das kommt natürlich immer ein bisschen anders, wenn Wissenschaftler das fordern, als wenn wir das fordern vom Handverband. Da gibt es also auch eine ganze Menge Vorschläge, was denn jetzt eigentlich untersucht werden soll. Da sind so ein paar Kapitel drin, zum Beispiel Cannabiskonsum bei Erwachsenen. Ja, also wie entwickelt sich da der Konsum? Das ist ja der Standardding, ja, konsumiert mehr oder weniger? Ja, oder welche Produkte werden überhaupt konsumiert? Edibles oder wird weiter Blüte geraucht? Oder schwenken die um auf andere Produkte und Konsumformen und so? Kaufen die noch im Schwarzmarkt oder nicht? Wie verändert sich der Markt? Wie viel Schwarzmarkt ist noch übrig? Ja, reagiert der Schwarzmarkt zum Beispiel durch bessere Qualität oder durch geringe Preise? Kann man auch alles untersuchen, sollte man auch untersuchen. Welche Gründe haben Konsumenten, um auf dem Schwarzmarkt weiter einzukaufen oder um in die Läden zu gehen? Ja, und wie kann man diese Erkenntnis nutzen, um möglichst viel und möglichst schnell Schwarzmarkt zu verdrängen? Finanzielle Kosten der Prohibition, ja, dass man nochmal genau guckt, na, was kostet uns die jetzige Situation als Staat und was kostet uns
die zukünftige. Auch da wird es noch ein bisschen Überwachung geben müssen, Regulierung und so weiter, kostet auch ein bisschen Geld. Aber wie viel kommt auch rein an Steuern und so? Beim Thema Jugendschutz auch noch ein eigenes Kapitel. Risikoeinschätzung habe ich zum Beispiel eben genannt, wie in Kanada auch geguckt wird. Ja, wie gefährlich halten Jugendliche Cannabis? Ne, haben die ein objektives Problembewusstsein, weil irgendwie nah an der Realität ist? Oder verharmlosen die? Oder haben die sogar vielleicht zu viel Angst, ja, und denken, man stirbt da dran? Oder was weiß ich? Ja, alles Fragen, die man eben mal klären kann und gucken kann, ob sich das durch die Legalisierung irgendwie verändert. Gesundheitsversorgung, Verbraucherschutz, auch noch so ein Kapitel zum Beispiel. Psychische Erkrankungen, Notaufnahmen, ja, gibt es mehr Intoxikationen. Hören wir ja auch jetzt zum Beispiel von Übersee manchmal, dass mehr Leute auf einmal aufschlagen in Notaufnahme, weil die eine Überdosierung haben oder so. Straßenverkehr, ja, fahren die Leute mehr oder weniger berauscht. Lauter so Fragen haben die jetzt eben hingelegt. Akzeptanz von Cannabiskonsum in der allgemeinen Gesellschaft nach der Legalisierung, auch eine interessante Frage. Ja, Stigmatisierung, bleibt die trotzdem bestehen irgendwie, auch wenn das legal ist, oder inwieweit löst die sich auf? Wie normal ist dann Cannabiskonsum und so weiter? Also das Papier, ja, könnt ihr euch angucken, habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Guter Aufschlag, wurde Zeit, ja, war nötig, so ein Aufschlag, weil doch letztendlich in der Bundesregierung überhaupt keine Bewegung zu erkennen ist. Ja, bis jetzt haben die auf diese ganze Thematik fast gar nicht reagiert. Bis auf so ein paar grundlegende Minimalgeschichten, die sie mal sich haben bestellt haben. Ja, so was könnte man alles erforschen. So ein Minimalansatz gibt es davon, aber keinen Auftrag oder so, ja, und keine Entscheidung, was jetzt tatsächlich alles vor der Legalisierung evaluiert werden soll. Und vor allen Dingen auch die ganze Eile Bewusstsein ist nicht da bei der Bundesregierung. Und auch wenn jetzt die Legalisierung nicht kommt, ja, jetzt hat wieder mit seiner Forschung da, kommt sowieso keine Legalisierung, ja, nur Anbau oder Eigenanbau, ja, braucht man gar nicht die Evaluierung. Aber auch das wäre eine Revolution, ja, wenn wir jetzt komplett legalen Eigenverbrauch haben mit geringer Menge, legalen Eigenanbau, möglicherweise komplett legale Anbauclubs, dann schließen wir auf einmal auf zum liberalsten Land in Europa, haben eine massive Veränderung der Cannabispolitik. Und auch da wäre natürlich erstmal interessant, ja, was für Veränderungen ergeben sich dadurch? Und der Plan Schritt 2, vollständige Regulierung von Cannabis, ist ja auch noch nicht aus der Welt. Der steht ja weiter im Raum. Auch insofern macht es Sinn, jetzt loszulegen mit Datenerhebung. Noch ein Hinweis auf eine wissenschaftliche Arbeit, ganz kurz diesmal, und zwar von Franjo Grotenherm, dem bekannt vom ACM, ja, Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Der hat eine Stellungnahme jetzt abgegeben zu der Behauptung vieler Krankenkassen, die immer wieder kommt, dass Standardextrakte von Cannabis besser geeignet sind für die Patienten als Blüten und auch ökonomischer sind, also preiswerter sind. Ja, die sagen, Blüten sind zu teuer und Blüten sind aus medizinischer Sicht gar nicht angebracht meistens. Darauf geht er ein in seiner Stellungnahme, nimmt das alles auseinander, ja, und vergleicht eben die verschiedenen Parameter von Blüten und Extrakten und so weiter und beschreibt eben auch, in welchen Fällen eben Blüten durchaus sinnvoll sind und eben auch nicht teurer als Extrakte. Das ist ein Lesetipp für Ärzte, Patienten, die hier zugucken, vielleicht die von ihren Ärzten selber irgendwie damit konfrontiert werden oder mit solchen Behauptungen oder von der Krankenkasse und alle, die jetzt sonst so interessiert. Ja, Blüte versus Extrakte, guckt da mal rein, Link in der Videobeschreibung. Aus den Ortsgruppen haben wir eine Meldung von Oldenburg, die haben mitgemacht bei einer Müllsammelaktion, haben sich da beteiligt als Gruppe, da waren viele Gruppen dabei, Vereine, Sportvereine und so weiter, auch Privatleute, Einzelne und so, die über einen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen, 7200 Leute insgesamt, schreibt er, die haben 15 Tonnen Müll zusammengesucht in Oldenburg. Super Sache, ja, gut, dass sie da mitgemacht haben, tolle Aktion. Spaß hat es scheinbar auch noch gemacht, wenn man sich die Bilder anguckt. Und man sieht ja, Handfreunde sind doch keine Verbrecher, sondern ganz normal und manchmal sind sie sogar gut. Die Termine, Ortsgruppen, hauptsächlich, aber nicht alle. In Darmstadt ein offener Hanftisch am 7. April, in Oldenburg Let's Talk About Hanf, auch 7. April, in Regensburg Infostand 8. April, Hamburg Stammtisch 13., München Online-Treffen der Ortsgruppe auch 13., in Freiburg Infostand am 15., Heidelberg Infotisch auch am 15., Regensburg Infostand am 15., der 15. ist Infotischtag. In Halle, Orga-Treffen der DAV-Ortsgruppe am 17. April, Heidelberg 18., Hamburg 18. und
420 steht vor der Tür. Das ist natürlich auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ja, da war ja letztes Jahr auch in Berlin die Demo am 20.04. Da werden wir auch sicherlich auf Social Media jetzt nochmal darauf hinweisen. Derselbe Veranstalter, der letztes Jahr die 420-Demo gemacht hat, macht es jetzt wieder. 20. April in Berlin. Auch das verlinkt in der Videobeschreibung bzw. auf handverband.de unter den Terminen. Und dann haben wir nochmal Darmstadt, offener Hanftisch am 21. So, dann natürlich Anfang Mai die ganzen GMMs. Wie gesagt, ja, repeat, guck nochmal von vorne, der Loop, guck da von vorne die News, kommt dann nochmal die GMM-Geschichte. Ich mache Schluss für heute jetzt hier. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, aktiviert die Glocke, damit ihr wisst, wenn wir neue Videos hochladen. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.